Endlich, endlich, endlich. Ne, dann gehst du diese eine Stelle, wo du mit der Stufe, wo du diese Stufen rauf und runter gehst. Dann ist irgendwie, du gehst die Höhle raus, dann ist unten so eine Stufe. Dann wupp, runter, dann kannst du nie mehr wieder zurück nach Alabastia. Das habe ich leider ein bisschen zu spät verstanden, dass du dann nicht mehr wieder zurück kannst. Aber am gleichen Tag doch, ne, dann gehst du in Azuria-Höhle und siehst du auf einmal diese... die Arena mit dieser Misty, diese Wasser-Pokémon-Arena, Nugget-Brücke und was es nicht alles gibt, diese Nugget-Brücke dann auf einmal sehen, da kommt diesen Gary wieder. Und, ach, Gary, du Arschkopf mal wieder, ne? Also habe ich nicht so gedacht, aber, ne? Nur, ach, dieser komische Kauz mal wieder, dieser Gary, dieser komische, ne? Und so, ja. Tja, ne? Also kämpfe ich mal wieder gegen Gary, dann diese Nugget-Höhle. Nugget-Höhle, was eigentlich, Nugget-Brücke, mein Gott. Manometer, das war wirklich spannend für mich. Auf einmal alles den gleichen Tag. Ich muss mal kurz. Hallo. Tollometer. Ja. Ich könnte aber. Nee. Ich gehe mal runter. Scheiß Arschmonster. Da muss man was gegen unternehmen. Ja. Löschen, Pupuschen, meine Herren. Hallo. Grüß dich, Fremder. Fremder, sei freundlich, genau, sei freundlich, sei nett zu uns und, ne, und so weiter und so fort. Die üblichen, das übliche Gelaber, das Begrüßungsgelaber, tja. Ne, und so weiter und so fort, ja, so. Tja, ne, also habe ich auch beim Pokémon irgendwie, habe ich irgendwie mal durchgekriegt, habe ich Azuria-Höhle, da gab es mit diesem Bild, diesen Pokémon. Fantasy Maniac. Und ich sammle alle Pokémon dieser Welt. Alle Pokémon. Na, dann irgendwie da gehst du rein ins Bills Haus. Und da ist ein Evoli, glaube ich. Da hat ein Evoli irgendwie so. Und da musst du irgendwie. Da musst du in eine Maschine und du musst am Computer. Da musst du irgendwie irgendwas machen, damit er sich zurück in einen Menschen verwandelt. Damit du aus dem Evoli wieder ein Exemplar der Gattung Homo Sapiens wird. Ne, dann hast du hier, dann hast du alle Evolutionen hier im Computer, wo du die angucken kannst. Da gibt's im Computer, kannst du sehen, du Aquana, Blitzer. Ja. Blitzer, Aquana, Blitzer, Flamara. Und noch irgendwie, habe ich gerade vergessen, also Blitzer, Flamara, Aquana. Ja, das Evoli und da gab es, glaube ich, komme ich gerade nicht drauf. Da gab es, glaube ich, auch noch irgendeine andere Entwicklung, aber... Ja, ich auch Wumpe, ja, geil. Wir kümmern uns erstmal um das hier, dass sie die Florana-Geschichte hier durch haben, ja. Oder soll ich einfach mal... Ach, weiß ich nicht, wovon... Haben wir noch Skillen? Doch, haben wir. Ja, ne, auf jeden Fall, siehste scheiß Item Scheiße. Wie viel Geld haben wir jetzt? Toll. So. Die Heilung. Dann habe ich so wenig KP. Also ich habe im Grunde gar keinen Schutz. So. Na, auf jeden Fall über diese Bildgeschichte, da gehst du hier rein, hat auch mal diese ganze. Dann diese ganze Heilung-Geschichte, dann muss die Pokémon, dann auf einmal kämpfst du gegen Azuria, die Arena-Leiterin, diese Misty. Also, endlich geht es weiter, endlich weiter. Nur, das Pech war, ich habe nicht verstanden, wie man die VM-Attacken einsetzt. Da habe ich die VM-Zerschneider. Also diese Zerschneider-VM. Diese VM-Zerschneider. Und ich wusste nicht, wenn man diese VM einsetzt. Und dann gibt es diese Büsche da,
die du nur beseitigen kannst, wenn du Zerschneider einsetzt, vorausgesetzt, du hast den entsprechenden Orden. Du verfügst über den Orden. Also, ne, du, glaube ich, ne. Ich weiß nicht, wie die Orden alle heißen. Nicht Orden des Phönix, aber. Was piss mich an. Guck mal. Wenn man T drückt, oder? Welche Taste ist denn eigentlich nochmal dafür zuständig? Mal kurz, wovon? Welche Taste war nochmal den Chat-Menü? Weiß ich nicht mehr. Da gab es noch eine Chat-Geschichte da. Hier, wo du irgendwie. Was war das gerade? Ja, wurscht. So, auf jeden Fall, ne, ich wechsle den Planeten. Ich habe keine Lust mehr, da noch irgendwie was zu machen. Ja, auf jeden Fall, diese ganze Geschichte mit Pokémon, auf einmal hat sich dieser Erfolg erlebt, habe ich die Misty besiegt. Und ja, ne, da kannst du unglaublich, halt, also unglaublich tollen Erfolg, habe ich so ein tolles Erfolgserlebnis. Pokémon hin, Pokémon her. Hallo. Dort, wo haben wir das Holz? Haben wir Holz? Holzi! So. Fuel. So. Dreigleisland. Temperate da. Ich bin gerade am gucken. Radio aktiv, mein Gott. Radioactive Star, radioaktiv. Feuriger Stern. Haben wir noch ein paar vernünftige, normale Sterne? Ja, gut, dann nehmen wir halt hier. So, nee, mein Gott, hallo. Gibt's hier nicht irgendwelche bewohnbaren, warmen, nicht Ocean-Scheiße, sondern. Hier. Ja, auf einmal Pokémon habe ich, glaube ich, wirklich gar nichts verstanden. Überhaupt nicht. So, ne. Habe ich aber mal nicht verstanden, wie man. Also habe ich die Misty besiegt und alles andere, ne, und so weiter und so fort. Und dann habe ich nicht mehr verstanden, wie man die Zerschneider-Attacke einsetzt. Dann habe ich wirklich durch elendig langes Probieren über Studieren irgendwie so gemacht. Und dann stand ich irgendwann zufälligerweise vom Busch. Hab ein bisschen Pokémon, weil die Pokémon-Menü, wo man die ganzen Pokémon sehen kann, diese Übersicht, geguckt, ne, so, ja, ne, Status tauschen und dann eben halt diese VM-Attacken. Dann stand ich irgendwie, habe ich gedacht, Zerschneider, wofür mag Zerschneider wohl gut nützlich sein? Habe ich damit nicht verstanden. Da standen die wirklich nur zufällig vom Busch, hab Zerschneider auf Zerschneider gedrückt, dann war so, oder irgendwie so, oder irgendwie diese komische Geräusche ging, einfach mal so schnibbel. Und auf einmal standen dir nochmal gefühlt 1000 neue Möglichkeiten, 1000 neue Wege zur Verfügung. Und auf einmal, na du. Ach, so funktioniert das. Also, wenn du vor solchen Büchern stehst, kannst du also eine Zerschneider einsetzen und kommst damit noch viel weiter. Das habe ich alles damals nicht verstanden. Aber wirklich probieren über studieren. Und so war das im Prinzip damals auch. Es ist jetzt mit Divinity. Original Sin in der Enhanced Edition, muss ich noch ehrlich gestehen. Oh! Hallöchen, die Herrschaften. Hallo. So. So, auf jeden Fall, also, zumindest Divinity.
Da wurden wir also relativ schnell in-game die Lichter ausgeknipst, weil... Ja. Hallöchen, mein Herr. Wer ist denn? Ach, das sind diese Vögelchen. Muss ich nicht. Ja, der Bödelbusse, sieht man doch. Ja, klar, so. Ja. Ja, okay. Na, auf jeden Fall, die Divinity. Da muss ich mir wirklich ganz hier wirklich in tausend Sachen hier einlesen, einarbeiten. Wofür ist was gut? Welches Item ist für was gut? Wie craftet man überhaupt Item? Wie kombiniert man das Ganze? Die ganzen Rezepte und so weiter und so fort. Da bin ich wirklich total überfordert. Das ist ungefähr wie bei Pokémon damals. Genau der gleiche Mist wie bei Pokémon Rot damals. Wo ich 2001 damals alles lernen musste. Ich habe damals wirklich nicht das Internet benutzt. Internet hatten wir zwar wohl schon damals, aber ich habe damals nicht benutzt, weil ich habe mich damals über so Zeitschriften wie die Kids Zone, Endzone oder wie die auch alle heißen, Kids Zone, Endzone, habe ich mich aber immer ein bisschen schlau gelesen, ne, und so und so macht man das, ne, und so weiter und so fort. Und obwohl ich damals über Pokémon damals überhaupt nicht wirklich Bescheid wusste, also nicht bewusst, ich wusste nach irgendwann nur nach ein paar Monaten war ich so weit. Hallo. Dass ich verstand, wie man Pokémon zu spielen hat. Hallo. Mann. Na, wie man die Pokémon zu spielen hat. Irgendwann habe ich das zu spielen verstanden. Na, okay, ne? Dann spiel einfach mal da. So. Na, muss ich noch ehrlich gestehen, in meiner Klasse, also in meiner neuen Schulklasse, war ich tatsächlich der Erste, der überhaupt Pokémon hatte. Also dieses Spiel. Die alle hatten Sammelkarten. Ich hatte keine Sammelkarten, aber da habe ich das Spiel, das Pokémon Rot. Weil da natürlich der Erste und der Einzige damals, der Pokémon Rot hatte. Also er war der Einzige, der hatte Pokémon Rot. Ne, und dadurch, dass ich da so viel Erfahrung im Spiel hatte, hatte ich in der Klasse tatsächlich einen gewissen Status. Ein Status ist, ich sag mal, des beinahe Allwissenden. Des beinahe Allwissenden, so ein allwissenden Status. Also, wir hatten einen beinahe Allwissender. So, das heißt, wenn irgendeiner aus der Klasse nicht wusste, wie man Pokémon spielt oder wie man da vorankommt, dann einfach fragen. Ich habe das Spiel damals zu spielen verstanden. Gut, ich habe das schon mal irgendwie verstanden, wie das schon funktioniert. Ich habe zwar, glaube ich, ich habe wirklich ein paar Monate gebraucht, bis ich das Spiel wirklich in den Grundzügen überhaupt verstanden habe. Und irgendwann so gegen Mai oder Juni 2001 war ich so weit, dass ich wirklich eigentlich fast gar keine Hilfe mehr brauchte. Ich wusste dann irgendwann, wann sich welche Pokémon entwickeln, was ich mit dem Team Rocket auf sich hatte und so weiter und so fort. Also, man konnte mich fragen, was man wollte. Ich habe das verstanden. Ich war quasi das Wikipedia auf zwei Beinen, wenn es um Pokémon ging, tatsächlich damals. Habe ich halt durch die Spielezeitschriften irgendwie immer alle irgendwie schlau gemacht. Und niemand kann auf die Idee, mal selber so eine Spielzeitschrift zu kaufen, die da irgendwie darüber irgendwie schlau zu machen. Wie sie irgendwie schlau zu lösen. Über die ganzen Spielergeschichten. Na, also. Tja. Ne, da war ich halt der Einzige, der immer der das wusste. Immer, wie man was macht, ne, irgendwie so, oder. Also, wie man kommt, zum Beispiel kam die Frage auf, ne, bei den Geschichte in Teak City. Ne, so. Wie bekommt man die VM-Server? Ja, da musst du erstmal gegen von diesen einen Herrn da mit dem Rizeros. Vom Rizeros, er muss ja aber, wenn du von diesem Rizeros-Mann die VM-Surfer willst, musst du erstmal gegen die Kimono-Girls kämpfen. Diese Kimono-Geschichte. Mal, ja. Du musst erstmal sie bekämpfen, musst sie richtig auseinanderficken. Und dann endlich kannst du die VM-Surfer mit diesen Rizeros-Herren, mit diesem Zylinder, da aus dem Publikum, von diesem komischen Theater da.
Ist wohl, ne? So, na, auf jeden Fall den Rhizokosmann da. So, ne, oder so Geschichten wie zum Beispiel hier in Pokémon Gold und Silber. Diese eine Höhle da, diese Eishöhle. Wenn du nach Ebenholz City gehen willst, da gibt es diese komische Eishöhle. Diese eine Höhle. Und diese große, große Eisfläche ist da. Diese groß, berüchtigt, berühmt, berüchtigte Eisfläche da. Wo man sich einen ganz bestimmten Weg hier entlang gehen muss. Ne, du gehst da hin. Wipp, wipp, wipp. Und probierst stundenlang drin. Da endlich den Weg auszuknobeln. Da habe ich damals auch, glaube ich, sicherlich einen Monat habe ich daran geknobelt. Dann irgendwann kam eine Ausgabe von der Kids Zone. Na, eine Vorschau gab irgendeine Ausgabe. Dann kam da, ja, habe ich gelesen, ne, guck mal, tolle Tipps, toll zu wissen. Und dann in der Vorschau stand da drauf, ne, so, in 2 Wochen, ne, diese Eishöhle da, ne, in 2 Wochen gibt's, verraten wir euch, wie ihr, welchen Weg ihr in der Eishöhle gehen müsst, damit ihr weiterkommt, ne? Irgendwie sowas da. Ja, toll, das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit schlechthin. Das war, glaube ich, wann war das? Sommer 2002, glaube ich, oder war das? Ich glaube, das war Sommer 2002. Irgendwann Sommer oder Herbst, Spätsommer 2002 war das damals. Glaube ich, in der zweiten, dritten Klasse war ich da. Ja, kommt hin, also zeitlich. Dann sind wir 2002 und 2003. So, und wenn sich jetzt 2002 dran reingeschickt und dann irgendwie... Hab ich gedacht, okay, dann warte ich jetzt noch die 2 Wochen ab. Und dann hast du endlich, nach gefühlt 50 Millionen Jahren endlich, den Weg in die Eishöhle da zu gehen. Ich kenne ihn zwar heute nicht mehr auswendig, den kannte ich tatsächlich immer auswendig, in welche Richtung du wann gehen musst. Und dann nur erst links, dann rechts, dann musst du wieder nach oben, dann musst du hier nach oben, dann wieder rechts, oben, unten und so weiter und so fort. Ja, und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Da geht man da hin. So, rechts nach oben, nach unten. Irgendwie musst du hier lang, den Weg entlang schlingern. Ha! Ich hab's geschafft. Endlich geht's weiter. Ebenholz City. Und dann nach Ebenholz City diese komische Sandra, glaube ich, hieß sie, die Arena-Leiterin. Dann kannst du endlich hier diesen, da kannst du die mal richtig auseinanderscheißen. Tja, das, ja. Mach mal kurz mal hier die Fackeln, weil, ja. Hallo. Mann. Doch, gibt's also nichts Tolles zu erkunden, also. Ja, toll. Wo ist denn dieses Arschloch denn jetzt eigentlich? Verdammt nochmal. Weißt du was, wir gehen erstmal hier lang. So. So. Löschen Popuschmann, hä? Möchte gerne Schimpanse. So, auf jeden Fall, ja. Diese Pokémon-Geschichte. Da habe ich auf jeden Fall diese. Ja, ne, hatte ich diesen Start des Alves. Denn dann gab es auch immer die Geschichte, da irgendwie. Ja, ich könnte 1000 Dinge erzählen gegen Pokémon. Ich habe das damals irgendwie nie verstanden. Und nach Monaten war ich endlich mal so weit, dass ich wirklich verstanden habe, so und so muss man was machen, wenn du so und so weit kommen willst. Legendäre Pokémon, wenn du die fangen willst, dann muss sie am besten betäuben, muss sie erstmal zum Einpennen bringen, dass sie schlafen, friedlich vor sich hinschlafen, ne, und so weiter und so fort. Also, Zapdos, das Zapdos im Kraftwerk, war das, also im Kraftwerk von, in der Nähe von Azuria City, wo du, so südöstlich, glaube ich, war das. Glaube ich, ne, also. Dieses Zapdos.
Ja, das sieht aus wie so eine Mischung aus einem Golbat oder einem X-Bart. Hallo. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, da habe ich damals nicht verstanden, dass man das Pokémon erstmal mit Schlafpuder oder sonst einer Attacke erstmal zum Einschlafen bringen muss, bevor es überfangen kann. Solange die Hellwachen bei vollem Bewusstsein sind, also im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten, solange sind die quasi unfangbar. Die wollen einfach in den Pokéball rein. Das war einmal das Problem. Hab ich verstanden, aha, du musst jetzt erstmal, ne? Der Pokémon noch richtig im Schlafen bringen. Du musst jetzt im Schlafen bringen, damit überhaupt, ne, das fangen kann. Solange weichen sie einfach aus oder so. Und auf einmal, du kannst nicht fangen, weil. Das war wie probieren über Studieren. Jetzt rede ich schon eine ganze Stunde lang nur über Pokémon. Toll. Ja, da finden wir was bei Divinity Original Sin, ist es genauso. Also ich denke mal, ich werde mich da 20, 30 Stunden lang wirklich mal richtig einarbeiten müssen. Das war eigentlich worauf ich hinaus wollte. Also Divinity hatte ich gerade mal 4 Stunden jetzt schon drauf. Und ich denke mal, wird das 2, das 5 bis 10-fache. An Zeit benötigen, bis ich im Spiel so weit bin, dass ich verstanden habe, wie man was macht, wie was funktioniert, damit eben nicht zu schnell die Lichter ausgeknipst werden und so weiter und so fort. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das tatsächlich auf Twitch per Livestream spielen soll, aber habe mir gedacht, nee. Wer wohl nicht. Also. Scheiße! Hallo. Ja. Da fällt mir ein, wir könnten. Warte mal. Hallo. So, möchte ganz Zubat. Zu Bart. Das ist hier komische Teil, ich weiß nicht, ja. Was ist denn hier? 22. Eine Stärke 22, also das. So, auf jeden Fall, ne? Von einem Schimpansen auseinandergeschissen. Das gibt's doch gar nicht.